Hallo meine lieben Freunde, es ist Pfingstmontag, der 29. Mai 2023. Ich bin in Bielefeld an der Haltestelle Obernstraße und das hat einen besonderen Grund, nämlich die Stadtbahnwagen vom Typ M8C. Diese Wagen waren seit 40 Jahren hier in Bielefeld unterwegs, aber heute ist der letzte Tag dieses Stadtbahntyps in Bielefeld. Und deshalb möchte ich eine der letzten Fahrten für euch festhalten. Ein Teil dieser Wagen wird dann renoviert und kommt danach in Polen zum Einsatz. Ich habe noch ein paar Minuten Zeit, bis die Bahn kommt. Deshalb erzähle ich noch eine kleine Geschichte hier zur Haltestelle Obernstraße. Die wird ja im Moment wenig genutzt und ist eine Endhaltestelle. Aber früher war das nicht so. Denn früher fuhr die Stadtbahn geradeaus weiter durch die Alfred-Bozzi-Straße bis zum Jahnplatz, als der Jahnplatz damals natürlich noch die oberirdische Haltestelle hatte. Und zwar war das so bis zum Jahr 1982. Erst danach bekam die Linie 1 ihre neue Streckenführung, nicht mehr hier durch die Alfred-Bozzi-Straße, sondern stattdessen über Kreuzstraße und Niederwall Richtung Jahnplatz. Es ist soweit. Da hinten am Adenauerplatz sehe ich die Bahn kommen. Wir haben 12.30 Uhr. Es gibt ja heute insgesamt 4 Fahrten, also 4 solche Sonderfahrten. Und das hier ist die dritte von den 4. Aus der Stadtbahn sind ohne Ende Stadtbahnfreunde ausgestiegen, die jetzt auch allerhand Fotos und Videos machen, um diesen letzten Tag des Typs M8C festzuhalten. Man beachte, dass diese Bahn noch die alte Wagennummer und das alte Logo trägt. Manche Leute nutzen die Chance, einmal auf dem Fahrersitz zu sitzen
Es werden Fotos und Videos ohne Ende gemacht. Andere haben sich schon in Position gebracht für gleich, wenn die Bahn dann zurückfährt, um das alles zu filmen. Wie gesagt, es ist nur eine von vier Fahrten heute. In einer Stunde gibt es noch eine. Gerade sprach ich mit zwei jungen Männern. Einer ist extra vom Niederrhein angereist, um das hier festzuhalten, der andere aus dem Bergischen Land. Also es werden weite Wege nach Bielefeld auf sich genommen, um beim letzten Tag dieses Stadtbahntyps dabei zu sein. Nach über 40 Jahren der letzte Tag des Typs M8C hier in Bielefeld. Die technischen Details werden nochmal genau inspiziert. In 5 Minuten fährt die Bahn zurück nach Sika. Und da hinten, wie gesagt, stehen auch schon die Leute auf der Lauer mit Fotokameras und Video, um diesen Rückweg festzuhalten. In Sika gibt es dann natürlich auch Zeit genug für ausführliche Fotos und Videos. Das ist heute alles so eingeplant. Gleich geht's los. Das Licht ist schon an. Ich mache solche Videos natürlich aus zwei Gründen. Zum einen als Dokumentation der Zeitgeschichte, damit man auch später immer noch sehen kann, wie es am letzten Tag war. Zum anderen, damit auch diejenigen Leute in Bielefeld oder woanders, die heute nicht dabei sein konnten, einen Eindruck davon erhalten, wie es gewesen ist. Alle sind eingestiegen, jeden Moment geht's los. Etliche Autofahrer hier an der Ampel haben gerade auch schon gefragt, was denn hier los sei, weil hier so viele Leute am Fotografieren und am Filmen sind. Das haben wir dann natürlich bereitwillig erklärt. Und die Bahn fährt. Und fährt nach links in die Haltestelle Adenauer Platz und wie gesagt zurück nach Sika, wo es dann in ungefähr einer halben Stunde noch eine letzte Fahrt geben wird.
Auf diesem Kanal gibt es auch noch viele andere interessante Videos, hauptsächlich zu den eher unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bielefeld.